El Malerachamin Shochen Bamronin. Ein spontanes Gebet an einem besonderen Ort. Dieser Friedhof für Opfer des Holocaust liegt direkt neben einem Kloster. Kdoshim Tehorim Kezohar Rakia Mazhirim Et Nishmot Kol Kdoshim Shalchu Leolamam Began Eden Tehe Menuchatam Lachen Bala Rachamim Yastirem Beseter Knafav Leolamim Vianuchu Beshalom Al Mishkevotam Venomar Amen. Eine besondere Gemeinde. Die Frauen und Männer, die hier beten, sind vor 70 Jahren im Kloster St. Ottilien zur Welt gekommen. I must tell you that the first time that I saw the monastery, the bells were also ringing. And the building is beautiful and the area is also extremely beautiful. And when I looked at it, I said to myself, hey, I like the idea that I was born here, really. St. Ottilien liegt 40 Kilometer westlich von München. Die Missionsbenediktiner sind hier zu Hause. Sie leben nach dem Motto Ora et Labora, bete und arbeite. Die Mönche betreiben Landwirtschaft, einen Verlag, eine Schule. Doch es gibt ein Kapitel in der Klostergeschichte, das bis heute kaum bekannt ist. An dieses Kapitel erinnert der jüdische Friedhof in St. Ottilien. Und an dieses Kapitel erinnert die Lebensgeschichte von David Avnija. Er kam als David Steingarten am 12. Juni 1947 im oberbayerischen Kloster St. Ottilien zur Welt. This is actually the end of the journey of my life from St. Ottilien, because landing here in Haifa was actually the start of the life as I remember. So it was a very old ship, which was called the Negba, and was aimed at a maximum of 1,000 passengers. But on that trip, they cramped in 2,000 passengers. It was midwinter, it was February, so the sea was extremely rough and the ride was extremely rough. And the family story is that the only guy on that ship who was extremely happy with a good appetite and so on was me. Nach der Ankunft nimmt Familie Steingarten einen neuen hebräischen Nachnamen an, Avnija. Wie um einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Seitdem war in der Familie kaum mehr die Rede von diesem Kloster in Oberbayern. I knew that I was born there, but not the details. And the reason why I didn't know the details is something which is very common to the survivors of the Holocaust. They simply did not talk about it at all. Das Kloster St. Ottilien ist ein beliebtes Ausflugsziel im Münchner S-Bahn-Gebiet. Ich war mit meiner Familie nie da. Ich war das erste Mal da, als ich Geburtsurkunde brauchte zum Heiraten. Die hatte ich zwar, aber die musste geändert werden, weil der Name falsch geschrieben war. Und das war 1970. War ich das allererste Mal da. David Stopnitzer kam am 24. Mai 1946 in St. Ottilien zur Welt. Was sehen Sie? Sie sehen nichts. Jetzt sieht man die Spitze. Fährt man von München Richtung Ammersee, liegt zwischen Wiesen und Feldern das Kloster. David Stopnitzer ist oft an seinem Geburtsort vorbeigefahren. Angehalten hat er bisher nie. Erstmal gibt es die Frage, wo waren Sie im Krieg? Ich war noch nicht auf der Welt. Ah, Entschuldigung. Wo sind Sie geboren? Ich bin in einem Kloster geboren. Und das war dann der Anfang einer langen Diskussion. Ich dachte, Sie sind Jude. Ja, aber ich bin in einem Kloster geboren. Musik.
St. Ottilien hat eine vergleichsweise junge Geschichte. 1884 gegründet, wurde es rasch zu einem der größten Männerklöster in Deutschland. Vor dem Krieg lebten mehr als 300 Mönche in dem Klosterdorf. Sie nennen sich Missionsbenediktiner. Von St. Ottilien aus wurden Klöster in Afrika, Asien und Lateinamerika gegründet. Und dann wird dieser Ort nach dem Krieg zum Geburtsort von David Stopnitzer und so vielen anderen jüdischen Kindern. Dann wird ausgerechnet in einem Benediktinerkloster ein jüdisches Krankenhaus eingerichtet. Pater Klaus Spiegel begleitet David Stopnitzer. Auch das Kloster beginnt gerade, dieses Kapitel in der eigenen Geschichte zu erforschen. Ich war gestern das erste Mal auch hier unten. Ja, schau mal, wo der David ist. Im Klosterarchiv. Besonders umfangreich ist der Aktenbestand zum jüdischen Hospital von St. Ottilien nicht. Kleine Archivbox. Lazarett steht da noch, Schlagnamen. Aha, das ist alles aus der Zeit. Unser Kloster war ja sozusagen Kooperationspartner vom Hospital. Ja. Das heißt, das Kloster hat das Hospital versorgt mit Strom, mit Warmwasser, die Heizung. Das Hospital war nicht zusammen im Nein, Kloster? Nein, das Hospital war praktisch selbst verwaltet. Ja. Das hatte sich selbst verwaltet. Da zeige ich Ihnen gern einen Pass. Der wurde den Mönchen ausgestellt, damit sie in das Hospitalgelände hinein können und es betreten dürfen. Und das ist jetzt diese Liste, die wir haben von Eresing, von der Gemeinde. Und da sind die ganzen Geburten verzeichnet. Da müssen wir mit dem Datenschutz aufpassen. Ihre Nummer, wissen Sie die? Dann, da ist das B. Schauen Sie mal bei S. S, okay. Also ziemlich weit hinten. L. Sorry. Halt. OPQR. Ja. So, das ist, da sind wir jetzt Mai 46. Stopnitzer. Ah. So, jetzt kommt der Hammer. Da hat mir einer in Eresing den Vornamen Israel verpasst, weil die Juden haben während der Nazizeit alle Männer den Namen Israel bekommen, alle Frauen den Namen Sarah. Und das war aber nicht die Geburtsurkunde, sondern das war die Liste aus. Also in der Geburtsurkunde steht es richtig drauf. Und dann wurde es ausgebessert, das Israel, und zwar nachdem ich, wo ich da war, wegen dem Heiraten. Also irgendein Überbleibsel aus der Nazizeit war noch 46. zugange und hat dann, ich stehe doch bei Patienten dabei, ja, 24 also da, mal 46. Genau, und die ist sogar vom Hospital. Genau. Mhm. Es gibt nicht mehr viel, was in St. Ottilien an das jüdische Hospital erinnert. Es wurde umgebaut, angebaut, abgerissen. Doch irgendwo soll noch ein altes Krankenhausbett stehen. Ja, wenn es da ein Bett gibt, ich habe schon gesehen. Wenn es nur eins gibt, wird es nicht so schwer sein zu finden. Mal schauen, irgendwo, man hatte das vorgesehen für die Ausstellung, wissen Sie? Ja. Da ist, schauen Sie. Dann hat man es doch nicht hergenommen, die Kuratorin wollte es dann doch nicht haben. Und dann hat man es eben auch mal hier deponiert. Und so müssen die ausgesehen haben in den Krankenzimmern. Also so hundertprozentig kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eines davon ist. Ja, es sind ja zwei, ne? Aber das war interessant, das hat man oben am Speicher gefunden im Kloster, beim Durchstöbern, und dann hat man gesagt, das müssen Betten aus dieser Zeit. Und das hat sich herausgestellt, ja, die sind aus diesem Krankenbereich, aus dem DP. Ja. Aber in dem, ich war ja glaube ich 4,5 Kilo. Ja, wo ich auf die Welt kam. Okay, und meine Mutter hat sie erzählt, dass viele Leute kamen, mich dann anzuschauen, weil sowas haben sie noch nie gesehen. Und es war ein Phänomen, dass nach dem Krieg wurden viele Kinder geboren, die doppelt so groß waren, wie man sich das vorgestellt hat. Also ich entsprach dieser Theorie voll und ganz. Okay. Sie ist aber so geblieben, wie sie sind. Ja, ja. Die Erzabtei St. Ottilien hatte im Nationalsozialismus einen schweren Stand. 1941 wird das Kloster von der Gestapo aufgehoben. Die Mönche werden eingezogen, nur 65 dürfen bleiben, um die Landwirtschaft zu betreiben. Die Gebäude übernimmt die Wehrmacht und richtet dort ein Lazarett für verwundete Soldaten ein.
Rund um St. Ottilien liegen zahlreiche Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Sie werden in den letzten Kriegstagen in aller Eile von der SS geräumt. Am 27. April 1945 beschießen alliierte Bomber in der Nähe des Dorfes Schwabhausen versehentlich einen Zug voller KZ-Häftlinge. Viele sterben, etliche fliehen vor den SS-Wachen ins nahe St. Ottilien. Das Wehrmachtslazarett wird zur ersten Anlaufstation für befreite jüdische Häftlinge. Und die US-Armee richtet hier ein Krankenhaus für Holocaust-Überlebende ein. Der damals 16-jährige Ben Lesser war einer der ersten Patienten. I look around and I see a nun, a nurse, was she noticed that I tried to lift my head. So she came running to me with a mirror. She wanted me to look in the mirror. And I looked in the mirror and I saw a pretty good looking guy. I remember myself as a Muslim, just a skeleton. And I said, how long was I here? So I find out almost 2 months. And I guess they fed me intravenously. So I gained a few pounds and I looked pretty good. Anyway, they were wonderful to me. They didn't know what to do with me, that they were so happy to see me open my eyes. And then I started walking and I recovered a little by little. Die Nothilfeorganisation der Vereinten Nationen hat diesen Film über das Hospital St. Ottilien gedreht. Ein Krankenhaus, in dem ausschließlich jüdische Patienten behandelt wurden. Ein Ort, an dem die wenigen Überlebenden der Konzentrationslager zumindest körperlich wieder genesen sollten. Nach den ersten noch chaotischen Nachkriegsmonaten wurde St. Ottilien immer mehr zu einem Ort des Neuanfangs. Für Ben Lesser und für hunderte Menschen, die langsam wieder zu Kräften kamen. Besonders wichtig war die Geburtsstation. Mehr als 400 Kinder kamen hier zwischen 1946 und 48 zur Welt, die Ottilien-Babys. Auch die rituelle Beschneidung der männlichen Säuglinge wurde in St. Ottilien durchgeführt. Die Ottilien-Babys sind heute zwischen 70 und 72 Jahre alt. Sie leben verstreut in aller Welt. David Avnir ist Professor für Chemie an der Hebrew University in Jerusalem. Die Tatsache, dass er in einem Benediktinerkloster in Oberbayern zur Welt kam, hat in seinem Leben bis vor kurzem keine besondere Rolle gespielt. So actually what I'm going to show you was triggered by an email that I received about 9 months ago, which simply came out of the blue, in which the email said, are you by any chance David Steingarten, who was born in St. Ottilien in 1947? Can you imagine a working day where you are expecting to have emails of chemistry and of teaching and of fundraising and so on, suddenly getting this kind of email? I was shocked when I read it. And that started the diving into that very early chapter of my life. And let us start with the family picture that was taken in Munich. And my mother, my father, and little me. Davids Mutter stammt aus Warschau, sein Vater aus einem Dorf in der heutigen Ukraine. Den Krieg überleben beide im Exil in der Sowjetunion. Dann beginnt eine Odyssee quer durch Europa, an deren Ende sie zueinander gefunden haben. And also what I found in my mother's stuff is a map that she drew on all of the stations from leaving Warsaw, Belarus, Arkhangelsk, and so on and so on and so on and so on, all of the stations until coming to St. Ottilien.
Davids Mutter verbringt die ersten Wochen nach der Entbindung in St. Ottilien. Zu Hause ist die junge Familie in München-Schwabing, in der Tengstraße. Hier arbeitet der Vater als Redakteur für eine zionistische Zeitschrift. Pechach, this was the name of the journal. It was a monthly journal. Written mainly in Yiddish. In the first issue, in the last page of that issue, there is an announcement. This one. A son was born to us, which is me, and the name of my father, the name of my my mother. So actually for many years, that was my only birth certificate. Davids Mutter hat spät angefangen, über ihre Zeit in Deutschland zu sprechen. Sie hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Die 2,5 Jahre, die das Paar in München und St. Ottilien verbracht hat, gehen als glückliches Kapitel in die Familiengeschichte ein. One of the things that that I noticed by looking at those pictures, you see her smile. When you look at pictures of people from that period, they are happy, they are optimistic, they are full of life. And you would not expect to see this type of pictures from people who have just experienced the Holocaust. But the reality is that yes. And I never saw my father at this stage of happiness in Israel. That happiness is something that was a short, limited period of the few years after the war, that was probably needed to start. Der Neuanfang hat ein Datum, den 27. Mai 1945, und einen Ort, St. Ottilien. Die überlebenden Musiker eines Ghetto-Orchesters hatten sich hier wiedergefunden und geben ein Befreiungskonzert. Die erste jüdische Veranstaltung nach dem Holocaust auf deutschem Boden. Ein Überlebenszeichen. Nach den Hymnen der Siegermächte spielen die Musiker Werke von Bizet und Grieg. Robert Hilliard war damals als Soldat in Bayern stationiert. What I remember first is the Liberation Concert. Because I was an American soldier, an infantry soldier, and young as I was, those of us who had been in the battle thought we were tough, we were strong. We convinced ourselves that we were. And when I got to that concert, I cried. The Liberation Concert had musicians still in their striped concentration camp uniforms. Die gestreiften KZ-Uniformen werden zum Markenzeichen dieses kleinen Orchesters, das in den Nachkriegsjahren unter dem Namen Ottilien Orchestra auftritt. Sogar der junge Leonard Bernstein kommt, um dieses besondere Ensemble bei einem Konzert im DP-Camp Landsberg zu leiten. DPs, Displaced Persons, so nannte man die vertriebenen und entwurzelten Juden aus ganz Europa, die in den Jahren nach dem Krieg in großen Lagern rund um München lebten. Das DP-Camp Landsberg am Lech hatte bis zu 5000 Bewohner, die sich weitgehend selbst verwalteten, mit eigener Polizei und Unterricht für die Kinder. Ein Schwerpunkt: Eretz Israel. Many of the people at the time felt, where can we go? We can't go back to our homes because our homes are gone. Like in Poland, all the Jewish homes and businesses were given to the Poles, the non-Jewish Poles, and people who came back, which couldn't get them. They were gone. They were just stolen away. So where can we go? Well, I have a cousin in Argentina, or I have a cousin in America. We'll try to go there. But those who didn't said the only place we can go is hopefully to Palestine, where maybe we can have a Jewish homeland. Während viele Juden in Landsberg und den anderen DP-Camps auf ihre Ausreise in die USA oder Australien warten,
werben Zionisten für die Auswanderung in das gelobte Land. David Ben-Gurion, der erste Präsident des späteren Staates Israel, kommt nach St. Utilien und im Januar 1946 auch zu dieser Konferenz in München, um einen eigenen jüdischen Staat in Palästina zu fordern. Der Chefarzt des DP Hospitals St. Utilien, Zalman Greenberg, unterstützt ihn dabei. Hier der letzte kleine Rest der europäischen Judenheit. Wir klagen Europa an, welchem wir den Glauben an einen Gott, welchem wir Dichter, Schriftsteller, Ärzte, Rechtsanwälte, Professoren, Nobelpreisträger, Entdecker und Erfinder geschenkt haben. Löst ein den Wechsel einer historischen Ungerechtigkeit, welche erst jüngst das Blut von 6 Millionen Menschen gekostet hat, und gebt uns zurück, Eretz Israel. ...1949, nach der Ankunft im gerade erst gegründeten Staat Israel, zieht Familie Avnir nach Jerusalem. David besucht mit seiner Frau Judith das Viertel, in dem er seine Kindheit verbracht hat. It has changed dramatically since the time of my childhood. It became a place where I cannot afford to buy an apartment. It is so expensive there. Das Haus, in dem David groß wurde, liegt in der sogenannten Deutschen Kolonie, einer Siedlung, die die pietistische Tempelgesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts in Israel errichtet hatte. All houses were about half size. All that you see are later on additions. That area was just an open field. No pavement on the street. It was just, you know, like over there. No address, by the way. No address. The address was the name of the neighborhood and a number. What I wonder is, as children, how much did you feel the atmosphere of the Holocaust? Yes. Again, it was not discussed, not talked about in any family. So, in a sense, we were normal children. Eine glückliche Kindheit in Jerusalem. Die Familie wächst. Davids Schwester kommt auf die Welt. Wenig später wandern auch seine Großeltern nach Israel aus, die einzigen noch lebenden Verwandten. Als Student verliebt sich David in seine spätere Frau Judith. Eine typisch israelische Kennenlerngeschichte. Sie war mit seiner Schwester in der Armee. Bei einem Konzert werden sie miteinander bekannt gemacht. David und Judith heiraten und leben seitdem in Jerusalem. Most of the St. Ottilian children emigrated to the United States, to Australia and to other places. Many of the people who came in the first wave to Israel left Israel because they didn't stand the difficulties. So the answer is yes, of course. Not everyone came to Israel and not everyone stayed in Israel. Yes, sure. But for your father, it was not a question. Yeah, for my family, it was not. For my father, it was not a question at all. I must add something. Those people that came, I think that they didn't believe that anti-Semitism is something of the past only. But they believe that anti-Semitism is something alive, maybe underground, maybe it's not nice to talk about it, but it's alive and kicking. Anti-Semitism. And so they believe that we need to have our own place, our own country. Auch Davids Vater sah die Zukunft seiner Familie in Israel. Über den Holocaust hat er nie gesprochen, um uns Kinder zu schützen, sagt David. Sein Vater stirbt früh. Die Geburt seines ersten Enkelkindes hat er nicht mehr erlebt. My mother's family and my father's family and from that point of view my own family were totally wiped out, which means everyone, all aunts, all brothers, all sisters, all young children, one day they cease to exist. So that is enough to traumatize anyone.
Many years later, when I married my wife, it was the first time that I was associated with a very large family, because the family of my wife is many, many generations in Jerusalem. So it's a huge family of hundreds of people. And the first time that I became aware of what is the meaning of a family was only after I married her. München statt Jerusalem. Anders als die meisten Familien aus St. Ottilien sind die Eltern von David Stopnitzer nicht ausgewandert. Die Stopnitzers blieben in Bayern. Davids Eltern stammen aus Polen. Seit 1940 waren sie in verschiedenen Konzentrationslagern. Meine Eltern haben sich kennengelernt in einem von diesen Lagern, wo mein Vater im Männerlager war, meine Mutter im Frauenlager. Die haben sich über den Zaun kennengelernt. Und nach der Befreiung wusste mein Vater ja, wo sie war oder wo sie ist, haben sich relativ schnell gefunden und haben dann Mitte 45 geheiratet und im Mai 46 kam ich dann. Also es war bündig. Damals gab es im Münchner Stadtteil Bogenhausen rund um die Mühlstraße so etwas wie ein jüdisches Viertel, in dem Vater Stopnitzer einen Feinkostladen betrieb. Warum ist seine Familie nicht ausgewandert? Meine Eltern waren zwar auf Besuch in Israel, aber hatten keinerlei Idee oder Veranlassung, nach Israel auszuwandern. Es war auch die Zeit, so in den Anfang der 50er Jahre, da kamen die ersten von diesen Tausenden, die da ausgewandert sind, wieder zurück, weil die konnten das Klima nicht vertragen. Damals waren riesen wirtschaftliche Schwierigkeiten in Israel. Die konnten kein Geld für einen Lebensunterhalt verdienen. Und das war alles desorganisiert. Also sind sie wieder nach München zurückgekommen, wo die Amerikaner waren. Die Stopnitzers gehören zu den wenigen, die nach dem Krieg die Münchner jüdische Gemeinde bilden und trotz allem auf eine Zukunft in Deutschland setzen. Mit dem Neubau des Gemeindezentrums am Jakobsplatz ist jüdisches Leben wieder im Herzen der Stadt präsent. Für David Stopnitzer hat die neue Synagoge eine ganz besondere Bedeutung. Seine Tochter feierte hier die erste Hochzeit nach der Eröffnung. Das ist eine sehr moderne Synagoge, wie sie ab und zu in Amerika steht. Passt aber super hier rein auf den Platz. Und in Verbindung mit dem Gemeindezentrum und in Verbindung mit dem Museum ist es eine tolle Einheit, finde ich. Und am schönsten ist das Licht da oben. Das Licht, wenn es dann dunkel wird, sehen Sie genau, wenn die Sonne untergeht. Es wird dann so ganz langsam, als wenn einer den Vorhang oben zuzieht. Super. Und gebaut ist es natürlich toll. Ansonsten gibt es eine Menge Feiertage. Wir haben immer das Glück, wir feiern alles doppelt. Weil bei mir ist Weihnachten, dann gibt es nichts. Und Chanukka, ab und zu fällt genau auf denselben Tag, so wie Ostern und Pesach. Und die Religionen haben sich ja immer bekämpft, obwohl sie beide fast deckungsgleich sind. Trotzdem sollten wir Brüder sein, waren wir oft nicht, hat sich aber in letzter Zeit gebessert. Obwohl St. Ottilien sein Geburtsort ist, für David Stopnitzer ist es der Besuch in einer weitgehend fremden katholischen Welt. Da bin ich befreit. Das sind Sie vollkommen. Da ist dann eine Liedanzeige. Das sind die Psalmen. Die sind ganz jüdisch. Viermal am Tag kommen die Mönche von St. Ottilien zusammen, um gemeinsam Psalmen zu beten, zu singen. Das gemeinsame Gebetbuch von Juden und Christen. In den Nachkriegsjahren wurden sie in St. Ottilien nicht gemeinsam gebetet, aber gleichzeitig. Die Mönche feierten ihre Gottesdienste in der Klosterkirche und die jüdischen Patienten in ihrer kleinen Synagoge. Eng war es damals in St. Ottilien.
Im eigentlichen Kloster rund um die Kirche lebten die Mönche. Auf der anderen Seite der Klostermauer lag das jüdische Krankenhaus, das im Seminar, dem heutigen Gymnasium und im Exerzitienhaus untergebracht war. Und die Klosterleitung wollte praktisch wieder rein, die Amis haben sie nicht reingelassen. Doch, reingelassen schon, aber wir haben die weite Teile des Klosters nicht bekommen. Also, jetzt gehen wir mal in einen der Säle rein, der war früher eines der großen Krankenzimmer. Sie müssen sich vorstellen, diese Wände noch raus, das war ein riesenlanger Schlauch. Und ich weiß nicht, wie viele Betten hier waren, 30, 40. Und es war eines der Hauptsäle, wo die Kranken eben untergebracht worden sind. Heute veranstaltet Pater Klaus in diesem Saal Seminare und Einkehrtage. Nach dem Krieg war an solche Aktivitäten nicht zu denken. Pater Remigius Ruthmann ist einer der letzten Mönche, die diese Zeit noch erlebt haben. 1946, nach seiner Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft, ist er in das Kloster St. Ottilien eingetreten. Ja, die Stimmung, wenn ich so zurückdenke, war sie eigentlich positiv gut. Und zwar dankbar dafür, dass wir nach Krieg, Gefangenschaft, dass man einfach wieder im Kloster zusammengefunden hat. Das war das Positive, die Dankbarkeit. Aber die Einzelnen, und jeder hatte natürlich seine eigene Geschichte, aber die Einzelnen waren natürlich zum Teil noch sehr bedrückt. Denn solche Jahre gehen ja nicht spurlos an einem vorbei. Dass sich zur gleichen Zeit in St. Ottilien ein lebendiges jüdisches Leben mit Rabbinern, Toraschule und Synagogen entfaltet, davon bekommt der junge Klosterbruder kaum etwas mit. Kloster und Hospital, das sind zwei getrennte Welten. Soweit ich sagen kann, waren alle froh, wenn es möglichst bald aufgelöst wird. Aus dem einen Grund, damit wir mehr Raum haben und uns wieder so entfalten können, wie es sich gehört oder wie es vor allem die alten Mitbrüder früher gewohnt waren. Vielmehr habe ich eigentlich, nachdem wir keinerlei Kontakt hatten, auch die Patres, die hatten keinen Kontakt, soweit ich weiß, mit den Patienten. Das Nebeneinander von katholischem Kloster und jüdischem Krankenhaus blieb nicht ohne Reibungen. Nach der Auflösung durch die Nationalsozialisten 1941 fühlen sich die Benediktiner nun zum zweiten Mal um ihr Kloster gebracht. In Eingaben an die Militärregierung fordern sie die Rückgabe der Räumlichkeiten des DP Hospitals. Vor allem, nachdem immer mehr Brüder aus Krieg und Exil zurückgekehrt sind, will man den Klosteralltag wieder so gestalten, wie man es vor dem Krieg gewohnt war. Ich glaube, dass die Mitbrüder sich damals eher selber auch so als Opfer gesehen haben, dass oft der Blick auf die DP-Leute gar nicht so ausgeprägt war, wie man das vielleicht aus heutiger Zeit sieht. Die haben einfach auch so den Eindruck gehabt, ja, wir wollen ja auch wieder hier wohnen. Da gab es zum Beispiel so eine Auseinandersetzung mit dem Kohlenschuppen, wo die Mönche gesagt haben, ja, wir versorgen euch und alles und ihr bemächtigt euch einfach unseres Kohlenschuppens. Und dann haben die Mönche den Kohlenschuppen dann mal abgesperrt und so kleine Dinge, Reibereien, die es da immer wieder gegeben hat. Aber insgesamt, also für diese schwierige Lage, wie ich es jetzt so die Situation einschätze, ist einfach toll, wie die miteinander umgegangen sind. Erzabt Wolfgang Oechsler zeigt den ersten Talmud, der nach dem Krieg in Deutschland gedruckt wurde, in St. Ottilien. Talmud sind einfach Anordnungen, wie man lebt. Das ist ein ganz wichtiges Buch, das eigentlich die Tora auslegt. Und das ist hier wirklich entstanden. Und das ist auch ein Zeugnis, dass in der katholischen Druckerei der Talmud gedruckt wird und somit eigentlich für die jüdischen Bewohner hier neues Leben beginnt. So mit dem Davidsstern vorne drauf. Und wenn man hier dann so sieht, dann ist ja hier nochmal die Situation in den KZs.
und wie die Sonne aufgeht und ja, die Silhouette von Jerusalem und das Trostlose sie zurücklassen. Und wo ja, der gläubige Jude ja auch sagt, wenn ich das auch wieder lebe, meinen Glauben leben kann. Und wenn man hier weiterblättert, dann sieht man auch hier noch deutlich von Rabbi Samuel Sneek und Salomon Glatt ist es herausgegeben worden, St. Ottilien im Jahre 1946 und autorisiert durch die ja, US-Armee. Und das ist ein unglaubliches Zeugnis an die damalige Zeit und was dann eigentlich so kurz nach dem Krieg dann möglich war. Nach der Auflösung des DP Hospitals 1948 interessiert sich lange niemand für die gemeinsame jüdisch-benediktinische Geschichte. Heute versuchen die Mönche, diese Erinnerungslücke zu schließen. Sie haben Zeitzeugen und Ottilienbabys zu einer Konferenz eingeladen. Auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde ist gekommen, damit die Ottilienbabys einen Blick in die Geburtsregister werfen können. So, I'm David Steingarten and I was born on June 12, 1947. Auch David Avnir, alias Steingarten, ist mit seiner Frau aus Jerusalem angereist. So this one is yours. Ah, that is really amazing. That is really amazing because so far I did not have any record that I was born at all. Yes. Yes. And this is the date of your birth, mm-hmm. June the 12th. Yeah, and this is the time. This is the time. Yeah, very late at night. Die ehemalige Geburtsstation des Krankenhauses ist gerade eine Baustelle. Let's see what's inside. It's a total renovation. Find something. But you know, there are some pictures, Judith. Judith, Boiterikan. There are some pictures which show my mother in a room which is about that size. One bed here, one bed here. You know, even the glass is the original glass. Because it's not flat. Perfections. Yeah. Yeah, I can see. Yeah. But it was, look how many radiators there are here. Because it was cold here. No, it was warm in the winter. Mm-hmm. Ah, now I understand this quarrel about the coal. Abiriva ala ala pecham. Shema. Because lechamem et zeh yachad chatzipur. Nachon. Vor der Geburtsstation trifft David tatsächlich auf seine eigene Lebensgeschichte. First time that I saw the picture, I had to squeeze myself to believe that this is reality and not a dream. Yes. And you look at my mother, you see how first of all how beautiful she is, how healthy she looks. And actually, you can see that the treatment that she got here in St. Ottilien was superb. She is a person again after 6 years of unbelievable conditions. Yeah. Es ist wie ein großes Familientreffen. Viele Mönche machen bei dieser Konferenz zum ersten Mal Bekanntschaft mit Menschen, die im DP Hospital lebten. Die Kinder und Enkel von ehemaligen Ärzten des Hospitals treffen auf die Babys, die ihre Väter oder Großväter entbunden haben. Der ehemalige Patient Ben Lesser ist trotz seines hohen Alters aus den USA angereist. It was like, to me, it was like being in a resort. At least it looked like after the Holocaust, after the camps, you know, this was a resort. And I have nothing but praise for St. Ottilien. If a question is not asked explicitly, it is vaguely in the back of your mind and you give yourself a semi-answer.
But explicit questions require explicit answers of the type that I'm giving now. And if that conference would not have been planned, the general vagueness and the superficial knowledge of that chapter of my life would have continued. Bei der Konferenz im Kloster spricht David Avnir zum ersten Mal vor Publikum über seine Familiengeschichte. David muss viele Fragen beantworten. Wo waren seine Eltern während des Krieges? Warum haben sie nach dem Krieg geschwiegen? Und ganz schwierig, warum hat Gott geschwiegen, als den Juden in Europa unsagbares Leid angetan wurde? The reason why I'm smiling is that I think that your question is a colossal question. I cannot imagine a question which is even of more volume. Why did your God remain silent? And I also posed this question to monks here in Sant' Ottilia. And I posed this question to Orthodox Jews also. The answers are very personal. Some people who survived the Holocaust do not want to hear about God anymore. And others did find their own way back to God. But please don't ask that question. Nobody knows how to answer that. Der kleine jüdische Friedhof von St. Ottilien. An den Gräbern ihrer Toten beten Juden das Kaddisch, ein Gebet für das Seelenheil der Verstorbenen. Amen. 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 Die Geschichte des Krankenhauses von St. Ottilien erzählt von einem Neuanfang. David Avnir hat für sich herausgefunden, es ist gut, diese Geschichte zu erzählen. Mm-hmm.